So, das hier zur Verfügung gestellt von Poke Corner. Dankeschön nochmal an dieser Stelle. Normalerweise haben die japanische Pokémon-Karten, aber diesmal haben sie auch das japanische One Piece Set hier. Frisch erschienen, glaube ich, letzte Woche erst. Am Montag bei mir eingetrudelt. Und die Booster, die sehen alle gleich aus, aber ich glaube, hier ist noch ein Promo-Booster drin. Oh, echt? Ja. So ein Boxtopper. Yes. Wollen wir damit anfangen? Mit dem Ja, Boxtopper. natürlich, man muss immer damit anfangen. Das Lustige ist, der Boxtopper ist ganz hinten gewesen. Und zumindest nicht durchsichtig. Also das mag ich bei den Digimon-Dingern. Ja, gut, es sind Kleinigkeiten, aber da können die Boxtopper auch ruhig undurchsichtig sein. Wir gehen hier mal ganz. So, gucken wir sie gerade mal komplett an. So sieht die von hinten aus, ein Kompass. Schön in Blau gehalten. So über Digimon halt. Und bei Pokémon. Blau scheint Pokémon. sich durchzusetzen bei Trading Card Kartenspielen. Games. Wobei Ja. in Okay, Japan Magic ja und nicht. Digimon an. Magic und Yu-Gi-Oh! An. Ja, und die japanischen Pokémon-Karten sind ja auch nicht blau hinten. Nee, die haben. Liegen, aber die sind eher doch bläulich mit einem goldenen Rand, gelben Rand und ein bisschen bunter hier. Hey, jetzt mach's nicht so spannend. Dreh um. Okay. Bei mir war das Display nicht verschweißt und Who dat? Oh. Kennst nicht? Nee. Das ist einer der Minks. Das ist der Chef der Tag-Minks. Also der Minks sind so anthropomorphe Tierwesen, die halt sprechen können, intelligent sind. Sowas wie Chopper, nur als richtige eigenständige Rasse und nicht nur Okay. als Hirsch, der eine Teufelsfrucht gefressen hat. Wann kam die Und denn ja, vor? im Zoo-Arc ich überlege gerade, nach Dressrosa, nach Ja. dem Kampf mit Flamingo. Ja, so weit bin ich ja nicht gekommen. Ich bin doch bei Water 7 ausgestiegen. Ja, gut, das ist ja jetzt weit nach Water 7, Ja. weit nach den 2 Jahren. Nee, ich muss ja erstmal wieder reinkommen. Nach und nach. Inuarashi, sagt der Chat. Ino Arashi, ja, Hund Arashi, das kann ich noch übersetzen. Oh, guckt euch das mal an. Das ist die letzte. Ich habe jetzt. Das ist die letzte Karte. Das ist eine Promokarte zum Film. Wahrscheinlich, ja. Das ist zumindest das Artwork zu Red. Keine Sorge, Chat, ich werde inhaltlich nicht spoilern, ich werde nur hier und da erklären, wer die Figuren sind, weil zu wissen, wer ein Mink ist oder dass es Minks gibt, ist hoffentlich kein allzu großer Spoiler. Was ist das hier? Water 7 ist auch lange her. Eine Ja. Aktionskarte oder sowas vielleicht? Don't know, ich leg mir zur Seite. Chopper ist ein Rentier. Okay, die Karten sehen schon mal interessant aus. Und Ja, hier das sehen. ist cool. Und Den hier sehen müsstest du aber, auch. glaube ich, kennen. Hier sind auch die Künstler. Also das sieht hier nicht nach Oda aus. Ja, das sieht aber auch. Ja, nee, das sind auch andere, sehr viele andere Artists. Also, die ist ja aufgebaut wie, ja, sehr ähnlich wie bei Digimon tatsächlich. Ja, vom Aufbau her. Ich hole mal kurz den Digimon-Kreis. Stimmt, dass Vergo nichts an der Backe kleben hat, prangere ich auch an. Sag mir gerade nicht, der Burgermann. Ja, das ist der Typ, seine Macke ist halt, dass ihm ständig irgendwo Essen am Kopf oder im Gesicht klebt. Ohne Okay. dass er es merkt. Das wäre eigentlich ein schönes Gimmick gewesen. Ist Ja, vom schon Aufbau sehr ähnlich. sehr, sehr ähnlich. Aber lassen halt mehr Fläche für die Artworks und packen weniger Text drauf. Naja, aber das sind jetzt erst nur Charakterkarten, ne? Wir wissen ja noch nicht, wie die anderen Karten aussehen. Aber ja, klar, warum nicht? Ist ja auch vom Bandai, ne? Alles. Oh, das ist cool. Ja, das ist aus dem Manga und koloriert. Ja, das finde ich sehr, sehr cool. Aus dem Manga. Und ah, da haben wir ihn nochmal. Den Inu. Ja, toll, das ist einfach nur ein Close-up. Ja, das müsste aus dem aktuellsten Arc sein. Aber fragt mich bitte nicht nach Namen. Oh, nee. What the fuck? Ist es hilfreich, wenn ich sage, das ist ein Film? Hier steht Film?
Oh, ja, könnte durchaus sein. Ich hätte ihn jetzt bei auf der Thriller Bark verortet, aber ich erinnere mich so null an ihn. Also müsste es einer der Filme sein. Ich würde nur sagen Killer. Ich würde einfach sagen, er heißt Killer. Ah, ja, doch. Mhm. Okay. Ich weiß, was Sie meinen. Und Jesus Christ. Ja, die ist auf jeden Fall aus dem aktuellsten Arc, ja. Mhm. Und, ja. Ja. Hat Angewurmont-Vibe, sehr starke. Ja, yeah, sehr starke. Angewurmont-X-Vibe. Ja. Ist es eine Ult? Ist es eine Rare? Hier steht nur Rare. Okay, das ist ein R. Ulti ist der Name. Ach komm, Leute, die einfach ein Ulti oder Power heißen. Das hat mir bei Chainsaw Man ein bisschen gestört, dass der einfach Power hieß. Bei One Piece ist ja alles entweder Kind oder Angewurmont. Kind? Stimmt, Kind oder Angewurmont. Es gibt nichts dazwischen. So, wir haben wieder einen Booster. Okay, eine Red Card. Das scheint interessant. Und es gibt noch Big Mom. Ja, das stimmt. Oder kommt mir bekannt vor. Ja, der ist ganz vom Anfang. Don Krieg. Don Krieg. Sanji. Den werden wir wahrscheinlich auch in der Realverfilmung sehen. Ah, ja. Nee, der wurde sogar gecastet, den sehen wir in der Realverfilmung. Wenn ich jetzt nicht absoluten Quatsch erzähle, da ist sogar das Casting schon raus. Das ist eine richtig schöne Karte, ich mag die. Mit Arlong drauf, oder? Nee, das ist Fischmenscheninsel-Arc, der nach dem großen Umbruch in der zweiten Hälfte. Okay. Noch ein Furry? Ja, das ist nämlich das Gegenstück zu dem Hund. Der Löwe. Die Katze. Die Katze, okay. Wir haben. Oh, die kenne ich. Das ist. Ich habe den Namen vergessen. Mhm. Ich überlege auch gerade. Fuck. Irgendwas mit. Oh nein. Perona. Ja. Also ich kenne den Charakter, aber ich weiß halt nicht, wo sie herkommt, weil ich hatte die. Als ich in Japan war, war sie sehr, sehr oft vertreten, die Karte. Oder die Figur. Ja, ist auch sehr beliebt in der Community. Oder gehasst, je nachdem, ob man Zorro-Fan ist oder nicht. Ein Leader? Das ist auch interessant. Mhm. Man hat Leader und man hat Characters. Ja, das sind halt die Captains, sind die Leader, die Teamführer. Und, oh, das sieht. Oh, Jesus Christ, wie viele Muskeln hat der Typ? Der ist sogar eine Rare? Das ist eine Rare. Und nicht Kaido? Oder sogar eine. Ja, doch, eine Rare. Ein R ist da unten, oder? Ja, ein R und das ist ein L? Ida, wahrscheinlich. Elfe Loser. Aber das ist ja eine seltsame Wahl, dass ausgerechnet der eine Rare ist. Naja. Ich finde es leider auch ein bisschen schwierig, die hier zu öffnen. Ja, ich weiß, es gibt hier die Kerbe hier. Kann man einfach runterziehen, aber damit mache ich mir die Karten noch zum Teil kaputt. Echt? Passiert das häufig? Das kann passieren. Ich benutze ja mittlerweile einfach eine Schere. So, ich klopf die Karten alle nach unten und öffne vorsichtig mit einer Schere oben einfach. Das ist nicht verkehrt. Die Dinger. So, ziehen wir raus. Und wir haben wieder eine. Ich hab keine Ahnung. Who dat? Wie noch da? Ja, warte, sorry, ich war gerade im Chat und habe versucht, die letzte Nachricht zu verstehen, weil ich gerade einen Hänger hatte im Hirn. Das also. Ist auch eine Figur aus dem Wano-Arc. Auf die würde ich jetzt nicht näher eingehen, weil es könnte vielleicht Spoiler sein. Oh, guck mal, da wird ein Kind. Ein großes Kind, das ist ein 3-Meter-Kind. Wirklich? Ist aus dem Punk-Hazard-Arc, kurz nach dem großen Umbruch. Dürfen wir Nippel überhaupt zeigen? Kampfkraft über 9000. Okay, wer das ist, kein blassen Schimmer. Der kommt jetzt. Also möglich, dass er aus dem Wano-Arc ist und mir bisher einfach nur nicht aufgefallen. Aber keine Ahnung. Weiß wahrscheinlich der Chat gleich. Und Jinbei! Das ist ja einer der neuen aus der Bande, ne? Ja. Ja. Jinbei. Und wir haben Gas. Ah. Ja, die Rares, wie hieß er denn nochmal? Die hitten noch nicht so ganz vom Design her, finde ich.
Ja, geht. Aber so richtig mächtige war noch nicht dabei. Caesar, natürlich Caesar. Vielen Dank, lieber Chat. Ich finde das hier zum Beispiel auch leider ein bisschen unschön. Weil das hier sieht halt einfach ein bisschen aus wie aus der Serie abfotografiert, screenshotet und reingepackt. Ja, das habe ich halt befürchtet. Deswegen, ich habe mich gefragt, ob sie das häufiger machen. Ich sag mal, die Kaido-Karte, die du vorhin vor Jack gezogen hast, die sah halt auch ein bisschen. Da wäre ein bisschen mehr gegangen, als einfach so gescreenshottet und ausgeschnitten. Und jemand hat im Chat die. Ja, genau die. Und jemand hat im Chat die alten One Piece-Karten erwähnt, die es damals sogar auf Deutsch gab. Und davon habe ich ja auch zwei Ordner liegen. Die sind aber nicht meine, die gehören halt meiner entzückenden besseren Hälfte. Und als ich mit Digimon mich so angesteckt habe, ist sie halt auch so ein bisschen in nostalgischen Kartenrausch verfallen. Hat sich halt nochmal ein paar Karten von diesem alten, uralten Set geholt. Die ist halt leider nicht lange gab, so, und die auch in Deutschland, wo in Deutschland auch nicht alle Sets erschienen sind. Die haben sie, glaube ich, irgendwie nach drei Displays oder sowas direkt wieder eingestampft, was ein bisschen schade ist, aber ja, die Karten waren schon teilweise richtig, richtig hübsch. Also in dem Stil, in dem Kartenstil so die heutigen Sachen zu sehen. Oh, krass. Bartholomäus Bär Einheit. Ist aber geil gezeichnet. Ja, das könnte derselbe Zeichner sein wie bei den Digimon-Karten, bei diesen, Der Zeichner, den ich so cool finde, wie heißt der? Studio Vigor. Okay, gut, dann. Es ist schon geil, ey. Wer ist es? Studio Vigor. Na gut. Undefiniert. Die Pazifistas. Ist auch eine Mink. Okay. Also kommt auch ich sehe gerade die Hasenohren, ja. Ja. Carrot. Ja, genau. Carrot. Ist auch eine ziemlich coole Kämpferin, also hat ein paar sehr schön animierte Momente in der Serie auch. Okay, Don Creek, den haben wir wieder. Ja, der ist wieder Wano. Okay, Mr. Dickhead. Er verprügelt dich mit seinen Ohrläppchen, pass auf. Oh, ist es der Crocodile? Yep, in der Wüste von Alabasta. Yep, finde ich schön. Guter Kampf. Und wir haben... Ja, müsste auch Wano sein. Es gab 13 Sets damals, bis Water 7, hatte sogar zwei Schatzkarten. Bis Water 7, ja, könnt hinkommen. An die Water 7-Karten kommt man halt nur fast nicht mehr ran. Also, so, ich glaube, Frankie hat sie nicht einmal im Ordner. Die sind super selten. An die früheren Karten kommt man, vor allem an die Foxy-Banden-Karten, also wo irgendwie die ganze Foxy-Crew drauf war, die kommt man wohl noch ganz gut, aber alles danach ist echt schon schwierig. Jedes Booster bisher eine Foil, ja, und bisher auch alles nur Rare-Karten. Mal schauen, ob es noch eine höhere Rare gibt. In jedem Booster sind 6 Karten und eine dieser roten Karten, die dann wahrscheinlich den Film promoten. Sehr wie bei... genau, sehr ist wie... Ist ja der gleiche Booster! Sehr wie bei Digimon. Ja, nicht ganz. Nicht ganz, eine okay. Eine aus Lores Mannschaft. Ja. Oh, das ist ein schönes... Ja, das ist halt Splasher, Classic. Ne? Ja, das ist klassisch hier mit... Miss Ladies, Bloody Sunday war das, ne? Bloody Sunday? Ja, ich glaube schon, ja. Wird der Chat gleich korrigieren, die Barockfirma. Die Barockfirma. Aber ist halt oldschool. Ja, war ja auch ein Manga-Cover, wenn ich mich nicht irre. Das Artwork. Also von einem der Bände. Ja, sieht auch stark danach aus. All Sunday? All Sunday, okay. Brook? Ja, auch aus dem Anime, wie es aussieht. Ja, und ist okay. So. Oh, nee. Hier sieht es ein bisschen noch mehr Glitzer aus. Oh, und Moria. Seltsam, gibt es keine Super Rares, aber die ist wieder schick. So müssen Leader-Karten aussehen. Ist aber keine Leader-Karte, ne? Nee, ist eine Rare. Echt, ist auch eine normale Charakterkarte. Okay, ich bin maximal verwirrt von diesem Spiel. Also auf Japanisch brauche ich es nicht holen. Weil ich dachte, die Captains wären dann halt dann immer die speziellen Leader-Karten. Aber scheinbar kann man die auch als normale Crew-Mitglieder im Set haben. Das ist ein Leader. Ja, genau. Ja, aber der ist halt einfach eine ganz normale Karte. Hässlichster Charakter hat bis jetzt die schönste Karte. Ja, die Gecko Moria ist designtechnisch. Ja,
Eine Mutter kann dieses Gesicht halt lieben. Das ist ja keine Strohhutkarte. Das stimmt. Jo, stimmt. Hast vollkommen recht. Nicht mal eine normale Kammen. Okay, das ist ein Monster. Obwohl, Lust. Ja, Brooke. Seht ihr? Ja, stimmt, Brooke. Ja, Brooke. Und warte, hier, der Fischmann, der ist doch auch noch hier. Jinbei. Ja. Jinbei. Ja. Yay. Bartholomä. Ja, da, guck weiter. Okay. Da sage ich auch nichts Inhaltliches. Hat einen sehr schönen Twist, der Boy. Das ist meine Generation. Ja. Die haben sie extra reingepackt, damit so alte Leute wie wir uns wieder jung fühlen. Ja, verdammte Boomer-Karte hier. No. Ja, das ist aus Laws Mannschaft einer. Okay. Aber den müsstest du. Nee, du bist Water 7 ausgestiegen, den kennst du aber nicht. Okay, nicht. Law habe ich auch gar nicht kennengelernt, aber ich. Ich kenne ihn halt vom Charakter. Nee, ich weiß ja, wie er aussieht und so. Der müsste aus dem Wandel. Ein Flamenco, den kenne ich. Weil ich damals in Japan vor einem Automaten stand und das Pärchen die ganze Zeit versucht hat, den zu ziehen. Ich überlege gerade, der kam aber auch, glaube ich, relativ früh schon im Anime vor. Ja. Don Flamingo. Ich glaube, er war einer so mit der frühesten, die mal gezeigt wurden. Also die gezeichneten Artworks finde ich auch super. Die Screenshots sind leider lazy und die Manga-Panels sind halt einfach, ja, die drücken da schön auf die Nostalgie-Drüse. Ja, ich finde, für so Optionskarten sind die Manga-Panels auch wirklich vollkommen okay und ausreichend. So, also so als Optionskarte, um irgendwie eine Attacke zu zeigen und sowas. Da finde ich, kann man das machen. Aber ja, die Screenshot-Sachen sind halt, kann man nicht so gut schön reden. Ja, das ist aus. Nee, das ist aus Dressrosa. Okay. Den Namen Cavendish oder so heißt der. Den Namen wird gleich sicherlich der Chat posten. Ja. Cavendish. Ja, die ist aus Wano. Moment, es gibt Kind oder Angelwurmon und es gibt noch alte Frauen, wie ich sehe. Genau, und dann gibt's die nicht so dem Schönheitsideal entsprechenden. Boobies. Und dann haben wir. What the fuck? BW. Das ist Mr. One. Mr. One, ja. Mr. One steht hier sogar, aber hier BW. Ich glaube, die nächste Karte ist krass. Rechte Hand oder sowas vielleicht. Ich glaube, die ist krass. Ich glaube, das ist Zorro. Oh, es ist Zorro. Da haben wir doch. Das sind doch die Karten, die man haben möchte. Oh, das ist geil. Hier, ne? Man sieht hier noch diese verschiedenen Riffelungen. Das ist doch schön. Aber leider halt in diesen glattgeleckten Anime-Stil. Ja. Das stimmt. Weißt, was ich meine, das ist, ne? Das ist ein bisschen schade, aber am Ende ist es eine Zorro-Karte. Ich würde mich da nicht beschweren. Das ist, yeah. Aber ey, der Effekt am Rand ist cool mit der Weltkarte, die halt auch auf dem Mangas drauf ist. Das ist schön. Schön, gucken wir uns mal an. Aber da muss doch jetzt, also wie viele Booster-Packs hast du noch? Da müssen doch noch ein paar mehr davon drin sein. Ich habe da noch einen ganzen Haufen. Wie ist denn die Wertigkeitsangabe? Steht da SR oder steht da was anderes? Da steht SR. Okay. Ah, Baroque Works, also Barockfirma. Okay. Ja, Zorro hat auch geilere Posen drauf, das stimmt. Ey, es gibt eine Zorro-Karte, ich weiß, die wurde schon gezeigt, ich weiß aber nicht, ob die für das Display ist oder ob die dann Teil der Mannschafts-, also der Starter-Decks wird, weil es kommen ja zu dem Display kommen ja auch noch drei Starter-Decks, glaube ich, und eins davon sind natürlich die Strohhüte. Ey, die ist so hammer gezeichnet, das war eine mit der ersten Karten, die veröffentlicht wurde und die hat so einen geilen Zeichenstil und so ein Hammer-Motiv. Das von der Fischmenscheninsel ist halt neu gezeichnet, aber eine Szene aus dem Anime bzw. Manga. Auch ganz nett. Er hat die Matschfrucht oder die Treibsandfrucht und kann Menschen quasi in seinem Körper einschließen und klaut gerade Meerjungfrauen. Okay. Oh! Die Frau, die Alabasterfrucht gegessen hat. Ja, immer noch eine sehr seltsame Teufelsfrucht, die so überhaupt
nicht so viel Sinn macht, aber naja. Verstehe ich auch nicht. Sie ist die Alabasterfrucht und wird dann plötzlich super sexy und gleitet dann umher, indem sie dann Schlittschuh läuft mit ihren Füßen. Es ist halt witzig, weil vor 20 Jahren witzig war, dass sie halt vorher eine dicke, hässliche Frau war und jetzt ist sie halt eine super heiße Frau und das ist der Gag. Okay. Wird man heute wahrscheinlich so hoffentlich immer noch machen sehen. In Japan. Hoffentlich nicht mehr allzu häufig. Aber in Japan passiert das halt noch. Who dat? Auch Wano, einer von Kaidos Männern. Okay. Smile. Ja, das sind die... nee, egal. Nicht, dass sie jetzt gleich wieder Sanji. Spoiler ist. Und der nächste Charakter. Aber auch ist wieder sehr lame. Ist nur eine Rare. Und das ist halt auch einfach nur ein Screenshot aus der Serie. Sehr schade. Es ist, ich bin gerade ein bisschen unterwältigt bei einigen Karten. Aber selbst für eine Rare ist der ein bisschen hässlich. Also die anderen Rares sind halt Vollbild und der hat so viel... Komm, guck dir mal Don Flamingo an. So muss eine Rare aussehen. So muss eine richtig geile Karte aussehen. Finde ich alle anderen auch richtig gut. Und hier, gucken wir den mal an. Auch wenn das so ein Heslon ist. Oder die sind auch richtig geil gezeichnet. Aber Sanji ist hier ein bisschen Lame. Secret Rares. Müsste es sicher geben. Werden wir gleich sehen. Aber selbst die Super Rares sind ja echt ein bisschen schmal verteilt. Ja. Bellamy, den müsstest du auch schon kennen. Ja. Der spielt relativ lang noch eine Rolle, also der kommt jetzt in späteren Arcs auch nochmal vor. Ah, die Riesen, ne, von der Insel, die sich gegenseitig bekämpfen. Er ist von der Insel, aber das ist ein Riese, der später in Dressrosa vorkommt. Also er ist keiner von der Insel. Okay, ich sehe schon, ich muss wirklich One Piece irgendwie mal nachholen. Ja, tu es. Es sind doch nur 1000 Folgen. Ey, ich glaube, ich lese lieber den Manga. Komm, ich das sind doch nur 100 Bände. Ja, ey, und ich habe hier Band 1 und Band 100. Ey, ohne Scheiß, du kannst, also eigentlich kannst du auch den Anime gucken, vor allem wenn du den Anfang kennst, dann kannst du dir die ersten 400 Folgen einfach so nebenbei laufen lassen, immer mal wieder so zum Wachwerden und dann bist du irgendwann drin. Oh, was ist das denn? Ich erkenne den gerade gar nicht. Ah, ich sehe, ich erkenne es jetzt. Killer. Ja, der sieht ein bisschen aus wie Vega aus Street Fighter. Und ich glaube, wir haben hier nochmal eine... Gold? Die ist Gold. Secret Rare? Die ist Gold. Ja, jetzt wird spannend. Gucken, wen hast du? Eine Option-Karte. Eine goldene Option-Karte? Aber nur eine Rare? Ja. Okay. Seltsam. Warum ist die Gold? Total bambuselt. Alternativart? Ja, ist glaube ich einfach eine Goldcard einfach. Hm. Und es ist eine Goldie-Karte. Ja. Was ist das denn? Erkennst du es? Ich überlege gerade, ist das Along Park? Ich weiß es nicht. Nee, aber das ist Feuer. Ich erkenne es nicht so wirklich. Oder. Nee. Don Flamingos ist das, Attacke? Ist das, keine Ahnung. Impel Down vielleicht? Wegen diesem Feuermeer? Nee, aber ich kann das nicht schimmern. Vielleicht erkennt es ja jemand aus dem Chat. Sind sich auch recht uneinig. Overheat von Flamingo sah so aus. Ja, das könnte natürlich auch möglich sein. Es gab ja sehr viele Dressrosa-Karten. Punk Hazard. Punk Hazard. Auch möglich. Hm. Aber man muss auch bedenken, es ist ja erst das allererste Set. Ne? Bei Digimon muss man sich auch ein bisschen eingrooven. Ja, wobei da hatten wir in Europa Glück, weil, oder was heißt hier Glück? Auf jeden Fall waren die ersten beiden Displays ja ziemlich cool, weil da waren ja drei Displays verbaut. Das heißt, man hat auch selten doppelte Karten gezogen. Also da wurde man schon sehr verwöhnt. Unten stand Don Quixote in Katakana. Und Overheat. Na okay, dann ist es Dressrosa mit Overheat. Hier, Cavendish haben wir wieder. Okay, das ist auch cool gezeichnet. Mhm. Oh, das ist ein cooles Artwork. Wieder von der Barockfirma. Ja, yeah, schön die Boomer-Karten rausholen. Ja, hat er einen Löwen am Schritt? Ja. Der ihm auch ständig in die Eier boxt, um ihn zu bestrafen und dann die Schmerzen selber erfährt. Das ist so sein Kink. Okay. Noch ist auch ein Wano-Arc.
Dann hier noch jemanden von Flaws Bande. Arlong! Das ist eine geile Karte. Weil du sie kennst. Nein, aber sieht auch cool gezeichnet aus. Darum geht's, Alter. Ja, nee, ist die ist hammer gezeichnet. Ist richtig gut gezeichnet. Kein Screenshot aus einer Serie oder so. Ah, da bin ich ja mal gespannt, wie sie das in der Netflix-Realserie umsetzen, den Arlong-Fight. Das ist auch eine coole Karte. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. X. X-Drake. Oder X-Drake. X-Drake, okay. Hotline, Bing, Bing. Ich bin auch gespannt, ob Lissop eine lange Nase bekommt. Glaube ich nicht. Ich glaube, die werden versuchen, den Spirit einzufangen, aber nicht unbedingt alles 1:1 zu übersetzen. Und ich finde, das sollten sie nicht und das müssen sie halt auch nicht. Also sie müssen die Idee, den Spirit, so die Abenteuerlust, das müssen sie übersetzen. Und ich brauche keine 1:1 Umsetzung, weil das, ich glaube nicht, dass das gut gehen kann. Naja, ich auch nicht. So wie bei Cowboy Bebop. Also es muss so sein wie bei The Boys. The Boys ist halt auch 1:1 Umsetzung des Comics. Es hat aber verstanden, was der Comic damals machen wollte und hat das einfach ins eigene Medium gepackt und was Eigenes draus gemacht. Und das sollte der Weg sein. Auch Dressrosa. Hat sie eine Sniper-Rifle als Arm, oder? Das ist ihre Teufelskraft. Sie kann Waffen aus ihrem Körper formen. Sie ist auch irgendwann eine riesige Kanone auf zwei sehr langen Beinen. Ja. Ja, hatten wir vorhin schon gehabt. Ja, den hatten wir auch schon gehabt. Den Dio, what the hell. Ja, das ist genau die dritte Kategorie Frauen, die Oda leider sehr häufig macht. Wano Ark. Ja, okay. Und sie war halt vor 20 Jahren eine Angewomon. Und das ist jetzt natürlich nicht mehr. Warum schon wieder Männernippel? Ach, das ist ein tapferer Samurai. Okay. Oh, noch eine Goldkarte. Das sind ehrenhafte Nippel. Oh. Das ist eine Goldkarte. Ich glaube, das ist eine Charakterkarte. Okay. Jetzt schau. Ja, ist eine Charakterkarte und ich sehe, glaube ich, irgendwas wie ein Schwert. Ist es? Oh! Das ist neue Mitglied, oder? Ich sage dazu nichts. Ich sage nur, die Figur heißt Yamato und Yamato. Hammer. Yamato. Alter. Ja. Der Effekt ist geil. Ja. Das ist eine schöne Karte. Tintenklecks gefällt mir sehr, sehr gut hier. Ja. Das ist sehr, sehr geil. Hammer-Karte. Sehr auch, schön. Auch die Riffelung. Richtig gut. Ja, Hammer-Karte. Fühlt sich schönes auch geil Artwork. Ja. Zu einer coolen Figur. Sidebub-Charakter. Yep. Okay. Zweite Goldkarte. Und das ist eine Secret Rare. Das ist SEC. Echt? Ja. Sehr schön. Ich frage mich, was die anderen Secret Rares möglich gewesen wären, weil die ist auf jeden Fall, die Karte ist auf jeden Fall schon top. Es gibt nur zwei. Was wäre die andere? Weiß das jemand? Weiß ich nicht. Shanks und Yamato. Oh, Shanks? Oh, okay. Shanks. Ja, gut. Starker Gegner auf jeden Fall. So. Es wird keine deutsche Version geben, es wird Ende des Jahres noch eine englische Version geben. Okay. Finde ich interessant, ja. Die Karte. Auch Wano Ark. Also, sobald so feudal japanische Klamotten trägt, kannst du davon ausgehen, ist Wano. Okay, den haben wir schon. Schnitzelbacke hatten wir schon. Ja, dann haben wir der Turk aus Final Fantasy. Wow, ja, wieder ein Screenshot. Ja, wieder ein schwacher Screenshot. Oh! Auch aus dieser Arc? Ja. Aber dazu sage ich überhaupt nichts. Oh, warte. Oh, grüne Haare, Zorro. Oder? Sind das Haare? Ja, es ist Zorro. Ach, es ist die Leaderkarte. Das ist die Leaderkarte, die ist cool. Ach, schön rot, auch noch komplett alles. Ey, kann es sein, dass die Leaderkarten so wie die Tamer-Karten bei Digimon einfach grundsätzlich, also auch wie die Tamer-Karten funktionieren und deswegen ein bisschen schlichter sind? Und keine Super Rares deswegen? Ja, ich glaube nicht, dass sie so funktionieren. Ich glaube, das TCG ist eher so aufgebaut wie ein bisschen Dragon Ball. Da gibt es ja auch irgendwie so. Oder? Leaderkarte? Ich weiß es nicht. Werden wir bald herausfinden, wenn es auf Englisch erscheint. Wo kann man es kaufen? Es steht in der Beschreibung, Ausrufezeichen, Poke Corner, da könnt ihr euch das kaufen. Und
X. Oh, und nochmal X-Drake. X-Drake. Als Rare. Aber wirklich, eine Super Rare und eine Secret Rare bisher und eine so eine Goldrandkarte. Hm. Interessant. Interessant. Also ich frage mich, ob es so eine Super Rare geben wird. Ja, wäre ein bisschen mager, wenn nicht. Ja, ich bin so Digimon verwöhnt, da wirst du so zugeschmissen mit Super Rares. Ja. Und bei Dragon Ball, wenn du dir halt die ganzen Karten anschaust, ist schon ein bisschen. Das ist ein Löwe, oder? Ja, das ist eine Kreatur. Okay. Eine Harpier, würde ich mal sagen. Eine sehr glückliche Harpier. Mhm. Die kommt bei Punk Hazard. Ja, aus den aktuelleren Arcs. Ja, immer noch nicht, wer der Strapse-Boy ist. Ach, die heißt Monet. Okay. Genau, die Harpie heißt Monet. Also nicht er, sondern die Harpie gerade hieß oder heißt Monet. Auch wieder eine schöne Karte aus dem Manga genommen. Also der Splash Arts. Eine wunderschöne Szene auch, ja. Und ich glaube, wir haben hier wieder was Krasses. Okay. Wir haben Lieder gehört. Ja. Ja, müsste ja auch endlich mal was Krasses sein. Ah, so sieht. Aber so nee, sieht eine Super Rare. Das ist eine Super. Echt? Das ist eine Super Rare, SR. Ja, so muss eine Kaido-Karte aussehen. Sehr schön. Hammer. Kaido. Kommt auch wahrscheinlich ein bisschen später vor, ne? Den Namen könntest du schon kennen. Ja? Ja, wenn du die vier. Wie heißen die denn auf Deutsch? Die vier Kaiser. Nee. Aber du weißt, was die vier Kaiser sind? Wozu auch Shanks, die Gruppierung, zu der auch Shanks gehört, die vier stärksten, größten Piraten? Nee. Wird. Ja, wir ich sag doch, ich muss es mal nachholen. Wir müssen Endgegner zusammen machen, glaube ich. Okay. Endgegner mit mir. Dann will ich habe so ein Gefühl. Will ich aber mit Thaddeus im Team sein. Oh, warte, guck mal, hier ist was ganz anderes. Was ist hier los? Keine rote Karte, okay. Keine rote Karte. Die werden wir gleich mal. Fischmenscheninsel. Ja, wieder eine Smilefrucht. Ja, Nutzerin. Okay. Und genau, sie hat eigentlich ein normales Gesicht, aber wenn sie lacht, lacht sie halt wie ein Pferd. Das ist so ihr Ding. Deswegen sieht sie ein bisschen seltsam aus. Marco. Achso, ja, darauf hast du geachtet. Ja, okay. Oh, da ist Lore-Bande. Mhm. Killer. Mhm. Nochmal er. Und Lysop. Lysop. Lysop als Rare. Und was ist hier hinter? Oh, eine Ruffy geht auf Abenteuerkarte. Ja. Aber auch irgendwie glänzend, also auch rare. Ja. Marco? Wo habt ihr denn gerade Marco gesehen? Oder ist er bei mir im Chat? Oder ist es der Typ hier mit dem aus... Marco, ja, stimmt, das ist Marco. Ja, natürlich. Ich bin ein Idiot, es tut mir leid. Ich bin schon müde. Und es ist langsam echt kochend warm hier. Bei mir. Tell me. Okay, ein paar haben wir noch. Ja, komm, die jetzt aber im Schnelldurchlauf. Ja, ja. Ich glaube, Yamato kann ich nicht mehr toppen, glaube ich, für eine Red-Karte. Wahrscheinlich Zong. Es könnten ein paar SR-Karten noch coole drin sein. Ein cooler SR-Ruffy oder ein Super-Rare Zorro. Yamato muss sich einrahmen. Who dead? Das ist auch einer von den... Apo! Was? Genau, Apo heißt der und es gibt, also Ruffy zählt auch zu so einer Gruppierung der neuen Generation, so die gefährlichsten der neuen Generation, der gehört halt auch dazu. So wie dieser X-Drake auch dazu gehörte. Kappa. Mhm. Auch aus dem Wano-Arc. Das ist eine schöne Karte. Ja. Und Nami! Nami! Okay, die Strohhüte kriegst du scheinbar doch noch voll. Nee. Dauert noch ein bisschen. Die Strohbande ist schon größer als früher. Naja, wer fehlt dir denn noch? Robin, Chopper, Lysop hatten wir, glaube ich. Ja,
Frankie. Robin, Frankie, Ruffy. Also ich glaube, das. Brooke habe ich auch. Ja, Brooke hast du auch. Zoro hast du, Jinbei hast du, Sanji hast du. Flying Lamb fällt mir. Den wieder. Hey, die hatten wir. Den hatten wir auch schon. Den haben wir auch schon. Der ist neu. Auch wahrscheinlich aus Wano. Kein Plan, wie der wieder heißen mag. Screenshot aus dem Anime. Ja, leider wieder nur. Und. Stopps. Ah, und ja. Noch eine Figur aus dem aktuellen Arc. Also, wenn es zwei Secret Rares gibt, ist dann in jedem Display eine Secret Rare? Naja, wahrscheinlich ähnlich wie bei den anderen Sachen. In der Regel schon, aber mal kannst du Glück haben, mal Pech. Okay. Also vielleicht mal Shanks, dann hast du mal. Ja. Mal gewinnt man, mal verliert man. Und da haben wir wieder den Schleimmann. Da haben wir wieder Verwirrer. Der hat keine Nippel. Ja, wieder. Wieder Wano, stimmt, und er hat keine Nippel. Oh, 4 pro Case und eine aus 3 Displays. Tschüss. Okay, hab ich Glück gehabt. Oh, krass. Das ist ja. Oh, ja, den kenne ich ja. Artelomeus Bär. Yeah. Jetzt ist das wirklich, jetzt sind das nicht die Pazifistas. Was denn? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 haben wir noch. Ich habe gar nicht gezählt, wie viele da sind eigentlich drin sind. 24 wahrscheinlich, oder? 24, ja. Aber auch nur 6 pro Booster. 6 Karten. Ja, wird bei uns wahrscheinlich wieder das Doppelte sein. So, was haben wir hier wieder? Oh, weil ich will die Karte hier rausziehen. Ja. Wieder eine Angriffskarte. Hatten wir vorhin auch schon. Die hatten wir auch schon. Ja, sie auch hatten schon. Wir auch schon. Ah, Mr. Free. Mr. Free. Das ist cool gezeichnet. Mhm. Das ist schon wieder. Wieder eine Leaderkarte, eine Figur, die du noch nicht kennst. Da und werde ich auch nichts weiter. Goldkarte wieder. Oh, okay. Goldene. Okay, okay. Und hoffentlich keine Optionskarte. Das ist eine Optionskarte. Ah. Ein Angriff. Okay. Fehlt immer noch. Ab welcher Folge kann man weiter schauen, wenn man den Big Mom Arc nicht sehen will? Ich glaube ab Folge 800 bis 920 haben sie erstmal wieder neu übersetzt und Big Mom endet mit 890, glaube ich. Ah ja, da war ja was, die Barock. Ist die Big Mom Arc so unbeliebt? Er ist halt lang. Er ist sehr lang. Es sind über 100 Folgen. Und wenn man das gelesen hat, weil mit Wano wird die Serie halt richtig, richtig, richtig hübsch. Miss Doublefinger. Okay, nee, die ist. Das ist die vorhin. Ja, die ist aus Wano. Aha. Also ich schau mal. Da ist da er. Haben wir ihn doch. Der Big Mom Arc geht bis Folge 889. Das heißt, so ab Folge 890 kann man. Oh, wir haben wieder ein Leader. Kann man weiter gucken. Oha. Oh, hallo. Ah, ja. Ja, ähnlich wie Zorro. Ja, leider aber, halt nur ja, Screenshot. Aber nicht, er steht nicht einfach nur da rum. Das ist schon eine Action-Pose. Hast den Manga wenigstens dazu gelesen? Nein, deswegen habe ich Alvin hier, liebe Leute. Die aktuellen Folgen sind aber auch unerträglich langgezogen. Oh nee, bitte nicht. Der Wano Arc hat mit so einem schönen Tempo angefangen und sieht halt einfach so Zucker aus. Bitte nicht langziehen. Das bekommt One Piece nicht gut. Das macht One Piece doch schon seit 25 ja, Jahren. Und das merkt man halt auch. Aber oh Mann, ey. Okay. Animes sind weiter. Auch eine Figur aus dem Wano Arc, die kann Klöße aus ihrer Backe ziehen. Und damit, wenn Tiere die essen, werden sie ihr damit hörig. Also sie kann sie sofort automatisch dressieren. Mhm. Oh! Ah, da ist sie ja, die Leader-Karte. Wir haben die Leader-Karte. Leader Ruffy. Und wir haben
Oh, der Typ. Liederkarten Ja. sind rot. Ah. Die haben auch noch andere Backs Ja. hinten, ne? Er Queen sieht wird gerade einfach gefeiert im Chat. Er wie. Er ist Queen? Er sieht aus wie Rufus in Street Fighter 4 aus. Obelix. Ja, es könnte auch ein Obelix sein. War nur Anime ist einfach zeichnerisch Goat. Ey, der Übergang, wirklich, der Übergang vom Big Mom Arc zum Wano Arc, wie sie das machen mit dem Zeichenstil, mit der Musik, das ist einer der geilsten One Piece Momente bisher gewesen im Anime. Ich fand den so großartig. Line Also Dick das Man ist haben echt wir. schön. Ja. Man, da haben wir Und den. Bellamy. Ja. Fragt mich nicht nach Namen, Samurai-Name. Okay. Option Card, dafür noch nicht gesehen. Oh yeah, Kann. Mr. Two! Ich mochte ihn. Hatte irgendwie was von Jim Valkyrie. Carrey in Dumm und Dümmer. Und hat eine fantastische Rückkehr in der Geschichte. Also, Das da freut mich freue dich auf sehr, was. Da freue dich auf weil ich den was. echt cool fand. Der war auch mega Ey, witzig. Valkyrie, bester Dude, also auf jeden Fall. Und da haben wir Nico Robin. Ich sag doch, du kriegst sie noch zusammen. Es fehlt. Frankie. Wer fehlt noch? Frankie und Chopper fehlen noch. Chopper habe ich. Chopper hatte ich, oder? Nee, Chopper. Stimmt, Chopper hat sie schon. Ja, dann fehlt nur noch Frankie. Ah, oh, Brooke. Nee, Brooke hatte ich, glaube ich. Ja, Brook kam schon, war eine dieser langweiligen Karten. Ja. Der Riese nochmal und die Samurais Und nochmal der und der Elefanten. Elefantendude nochmal Und. mit Verdauungsproblemen und eine neue Karte, glaube Ja, ich. neue Karte, neue. Ka oh! Magier-Kartenleger-Typ. Alucard Yu-Gi-Oh! Spieler. Nee, er ist Kartenleger. Aber ja, Yu-Gi-Oh! Kommt hin. Und noch eine Hawkins. Goldcard. Oh, es sind Ja, viele Goldkarten jetzt kommen sie eine nach der anderen. Aber sind alles. Option Okay, Card. die Goldränder sind scheinbar die Option-Karten. Interessant. Nee. Nee? Nee. Ja, aber gut, das ist eine Secret Rare. Also, aber die hat dafür keine Landkarte dran, oder? Am Doch, hat sie. Rand? Ah, hat sie auch. Okay. Hat sie auch. Oben rechts. Oben rechts und unten links. Zwei Büster haben wir noch. Tarotkartenleger. Ja, das mit den, dass die Strohhüte die lamesten Karten bekommen haben, könnte auch daran liegen, dass es halt einfach ein Starter-Set von den Strohhüten gibt. Und ich hoffe mal, dass die da andere Karten-Artworks haben und dass die dann da ein bisschen besonders sind, weil es gibt eine richtig krasse Zorro-Karte. Und ich hoffe Raiden. mal, sie ist dann im Starter. Ja, ist auch einer der Samurais aus Wano. Fischmenscheninsel? Glaube ich, war das. Ah, und aus Red, Ja. die eine der Hauptfiguren. Die Schwester von dem Typen aus My Hero Academia. Ah, den meinst du, ja. Ich habe lange gebraucht. Weißt du, worum es in Red gehen wird? Und welche Rolle sie spielt? Nee, gar nicht. Ich habe mich gar Ah, nicht dazu okay. informiert. Ja, greife ich nicht vor. Aber guck dir vielleicht mal den neuen Trailer an. Solltest du vielleicht auch, weil Red Oh, könnte eine danke! Richtung. Wird mir gleich sofort schon im Chat geschrieben, Was? wer das ist. Ach so. Ja, aber das. Also, Wow, ich sag das nö. das ist jetzt aber auch kein großes Geheimnis. Es war halt direkt von Anfang an, wurde das so offen kommuniziert. Das heißt, wenn es einen Okay. Twist um die Figur gibt, dann Ah. ja, kommt er noch. Ey, bei dem Film, da will ich mich einfach gar nicht auseinandersetzen, weil ich hatte mit Stampede zum Beispiel, hatte ich recht viel Spaß. Das war schön. Ja, es war ein War gut unterhalten. Ja, Fanservice-Fest. genau. Ja. Okay, die Charakterkarte sieht fast aus wie die Option-Karte bei dem Typen. Ja. So. Dann die gute. Warum die so viel Leerraum haben? Ja, der ist auch wieder Ja, aus Wano. hier ist einfach nichts drauf, das verstehe ich auch nicht. Ja, vielleicht schreibst du da selbst was drauf. Vielleicht schreibst du die Karten ab oder so. Ja, wie Birthday Pikachu, da schreibst du hin, wer Geburtstag hat. Und machst du damit noch wertvoller. Ah, und Momo Noske. Und eine Das Karte, die war's. dich anschreit. Das war's.
Aber die Karte sieht auch total merkwürdig aus. Ja, das sind halt wie bei Digimon, diese komischen Rare-Karten. Und das ist wahrscheinlich aus dem Flashback. Deswegen und schlecht aufgelöst. Dieser, so. Ja, genau. Dieser wegen Blumen drauf. Ja, mag ich überhaupt nicht. Ja, Screenshot-Karten. Stampede war die Handlung leider wack. Sag das dem Typen, der vor mir saß, der am Ende des Films geheult hat bei Stampede. Ja, weil Stampede sich diese Tränen billig erkauft hat mit billigen Fanservice-Momenten. Ja, ich hatte am Ende auch ein Tränchen ab einer gewissen Stelle im Auge, weil du wirst da so viel mit Fanservice zugeballert, irgendwas trifft dich irgendwann ins Herz. Aber es ist halt billig erkauft. So, das ist das, was ich Stampede vorwerfe. Und ja, es hat leider auch keine Handlung, es trägt zu nichts bei, es hat halt nur dieses Abenteuergefühl, was dann leider auch ein bisschen lame verkauft. Also One Piece hat da deutlich stärkere Filme vorher gehabt. Aber bei One Piece muss man auch sagen, hat glaube ich die gleiche Problematik wie bei vielen anderen Anime-Shonen-Franchises, wenn die länger laufen. Das sind ja keine Kanon. Die müssen in sich irgendwie schon stimmig sein und das kriegen die für mich meiner Meinung nach nicht bei allen Filmen hin. Ich habe einige gesehen, aber es ist halt so, ich merke mal einfach so, du versuchst jetzt ein wichtiger Charakter zu sein, aber ich weiß, du wirst definitiv nicht wiederkommen, weil du irgendein Filler-Charakter bist. Also es gibt so ein paar Handlungsstränge in ein paar der Filme, die tatsächlich, ich glaube im weitesten Sinn sogar als Kanon bezeichnet werden können, weil sie dann Sachen zeigen oder aufdecken, die in der Serie so nie erwähnt wurden, aber wo man weiß, das ist so passiert. Also mit dem einen General der Marine, so was mit dem passiert ist und wie es dem geht, das sieht man halt in einem der letzten Filme. Das wurde aber in der Serie wohl so nie gezeigt, sondern nur irgendwie mal gesagt. Ja, das kann man gern machen, das finde ich auch okay, aber wenn da irgendwie komplett neue Charaktere eingeführt werden, weiß ich einfach nicht, du kommst sowieso nicht mehr dran. Das ist halt so wie beim letzten My Hero-Film gewesen, wo ich immer nur dachte, Die versuchen diese Illusion immer zu schaffen. Es gibt ja auch diese Folgen, die dann immer so ein bisschen Vorarbeit für die Filme machen. Aber ja, bei One Piece geht es teilweise sogar noch. Also manchmal denkt man sich, ja, mit ein bisschen Biegen und Brechen und drei Augen zugekniffen könnte man verorten, dass es dann und dann spielt oder hier und da. Es ist nicht. Aber ja, es bewegt sich auf so einem Dragon Ball Z-Level, was die Filme und den Kanon angeht. Und das macht Dragon Ball Super ja jetzt ein bisschen ganz merkwürdig, weil die gehen diesen Kingdom Hearts Weg, wo es einfach heißt, muss die Filme gesehen haben, um den Manga zu lesen. Ich dachte so, hey, fuck you, ey. Fangen wir nicht mit Super an, da sitzen wir bis morgen um 4 hier und ich werde meinen großen Rant davon ablassen, Ich leide genauso sehr wie du, also. Ja, Super ist halt leider Super nicht so meins. Ja, es ist, aber man liest es trotzdem. Um es nett auszudrücken. Nee, ich verfolge ab und zu die aktuellen Kapitel in der Manga-App, aber ich bin mittlerweile nicht mehr bereit, Geld dafür auszugeben, weil es mich einfach nur noch böse macht, so. Weil es halt einfach alles nimmt, wegwirft und das ist halt, das ist halt Fanfiction. Offizielle Fanfiction, aber leider auch nicht mehr. Dieses Tantchen kommt ein Toploader, meint ihr? Ja. Würde ich auch sagen. Könnte vielleicht mal interessant sein, die weiterzugeben. Könnte mir vorstellen, dass das bei den Fans auf jeden Fall eine heiß begehrte Karte werden könnte. Ah, Yamato ist aber auch cool. Ich bin schon sehr gespannt, ihn dann mal endlich im Anime kämpfen zu sehen. Also wenn ich mit dem Anime endlich mal so weit bin. So, Yamato natürlich auch eine andere Karte. Eine andere Sleeve. Komm, hier einen blauen. Ein Schrein. Aber wirst du dir jetzt die japanischen holen oder wirst du jetzt abwarten, bis dann die englischen Karten kommen? Ich bin ja eh der Digimon-Sucht verfallen. Meine bessere Hälfte wird sich One Piece hingeben. Und da werde ich dann halt mitgucken und mitfiebern. Aber ja, da warten wir auf die Englischen tatsächlich. Weil ich will halt auch so ein bisschen verstehen, was auf den Karten steht. Vielleicht, wenn man drin ist, kann man dann ja auch mal bei den Japanischen gucken. Bei Digimon habe ich mir jetzt auch mal ein Display auf Japanisch geholt, weil es sehr günstig war. Sehen die identisch aus, die Japanischen? Ja. Weil bei Pokémon, wie gesagt, die sehen ja ein bisschen anders aus. Nee, die sind identisch, da sind nur die Texte anders. Und das Display ist halt halb so groß. Dadurch, dass da eben auch nur 6 Karten und immer nur eine Rare oder Super Rare oder höher drin ist. Mhm. Deswegen, ich finde auch die Englischen tatsächlich mit der Anzahl der Karten auch ein bisschen belohnender. Von daher, ich bin da jetzt bei den Japanischen und dachte, ist nett, aber ich verstehe schon ganz gern die Texte, die da draufstehen. Mhm.
Ja, bei Pokémon zum Beispiel ist halt so die Hitrate bei den japanischen ist halt ein bisschen höher, weil die Sets auch kleiner sind. Was auch ein bisschen befriedigender ist. Ja, und ich habe halt das Gefühl, dass es halt bei den, zumindest bei den Digimon-Displays, bei den früheren Displays, noch bevor ich meine fette Mega-Pechsträhne hatte, es genau umgekehrt ist. Okay, alles klar. Danke dir, Alvin. Das hat echt viel Spaß gemacht. Auch mal danke hier mit für die Einladung. Ey, gerne. Wie gesagt, wenn du mit Digimon ready bist, können wir immer mal gemeinsam öffnen, weil es ist schon cool, mit jemandem dann das zu öffnen, der da auch eine gewisse Expertise hinter hat und sich damit auch sehr gut auskennt. Vor allem bei One Piece war es für mich jetzt sehr hilfreich, weil, wie gesagt, ich bin bei Water 7 ausgestiegen und da jetzt noch ein bisschen Knowledge beziehungsweise die Charaktere ein bisschen besser kennenzulernen, ist natürlich ganz gut. Ja, ich glaube, ich muss einfach mal irgendwann One Piece anfangen. Geht ja nicht anders. Ja, solltest du auf jeden Fall machen. Lohnt sich gerade. Also gerade jetzt wird's sehr, sehr spannend. Und also, macht einfach Bock. Man kann sich ja nicht beschweren, dass man irgendwann nicht genug Stoff davon hat. Also du hast auf jeden Fall noch ein paar Wochen, Monate vor dir, bevor diese Beschwerde kommt. Also es kam auch bei mir viel früher, als ich erwartet hätte, als ich irgendwie letztes Jahr im Oktober angefangen habe und dann Anfang dieses Jahres schon auf dem Trockenen saß. Aber man kann sich erstmal eine ganz gute Zeit machen mit dem, was da ist. Das stimmt. Alles klar, danke dir. Und wir hören dann die Tage von, ne? Habt ihr noch einen schönen Abend und danke dir nochmal. Bis bald. Bis dann.